Es war einmal vor gar nicht mal so allzu langer Zeit, in einem unbekannten Land, gar nicht mal so weit entfernt. Da gab es dieses seltsame Wesen, von dem habt ihr noch nie gehört und auch noch nie gelesen. Es wohnte ganz tief drin im Untergrund. Es wurde faul und fett, es lebte ungesund. Nein, es wollte sich am liebsten nie bewegen. Und wenn irgendwo hin, dann lieber hinlegen. Oink oder Wuff, es grunzte oder bellte. Und wegen seines dicken Fells ertrug es jede Kälte und gab gerne an, guck mal was ich kann. Erst knabber ich am Knochen und dann suhl ich mich im Schlamm. Es war ein Mix, wenn ihr wisst, was ich mein. Vorne rum ein Hund und hinten ein Schwein. Und dieser kleine Schweinehund, der hatte keine Sorgen. Denn alles, was er tun musste, tat er lieber morgen. Irgendwo im Untergrund wohnt mein kleiner Schweinehund. Den kann ich heute nicht besiegen. Er liegt nur in der Gegend rum, macht keinen seiner Finger krumm. Den lässt er sich nicht verbiegen. Und dieser Schweinehund drückt sich vor Aufgaben. Eigentlich ist er nur glücklich beim Ausschlafen. Alle Finger bleiben gerade, keiner wird gekrümmt, ja so ist bei ihm die Lage. Was er am allerliebsten macht, nichts tun. Und hat er das erst geschafft, ausruhen. Jeden Tag, jede Nacht, Freizeit. Den letzten Abwasch gemacht, Steinzeit. Und alles das, was heute noch zu tun ist, steht ganz oben auf der Not-To-Do-List. Ja, er liebt es, wenn ein Plan funktioniert, aber liebt es noch viel mehr, wenn rein gar nichts passiert. Klingelt der Wecker, nicht aufstehen. Klingelt das Telefon, nicht rangehen. Kommt der DHL-Mann mit Paket in der Hand für die Nachbarn, nicht annehmen. Ja, ich wollte mal fragen, nehmen Sie dieses Paket für Frau Fuchs an? Nö. Irgendwo im Untergrund wohnt mein kleiner Schweinehund. Den kann ich heute nicht besiegen. Er liegt nur in der Gegend rum, macht keinen seiner Finger krumm. Den lässt er sich nicht verbiegen. Und auch wenn die Leute drüber meckern und diesen Schweinehund nicht immer lieben können, sind am Ende wieder alle froh darüber, dass wir ihm alles in seine Schuhe schieben können. Und wenn ihr mit uns dieses Lied singt, ist es wichtig, dass ihr dran denkt. Gebt alles, selber würde er das nie tun. Das wäre viel zu anstrengend. Irgendwo im Untergrund wohnt mein kleiner Schweinehund. Den kann ich heute nicht besiegen. Er liegt nur in der Gegend rum, macht keinen seiner Finger krumm. Die lässt er sich nicht verbiegen. Und alle Finger gehen. Das hat der Schweinehund gesagt.